Hallo, mein Name ist Thorsten Butsch und in diesem Video möchte ich dir das Emissionsspektrum von Wasserstoff zeigen. Schon im 19. Jahrhundert haben Kirchhoff und Bunsen Emissionsspektren entdeckt. Vor allen Dingen haben sie entdeckt, dass jedes Element ein ganz bestimmtes Spektrum hat. Spektrum darf man sich jetzt aber nicht wie beim Regenbogen vorstellen, dass alle Farben vorhanden sind, sondern nur ganz bestimmte Farben, also einzelne Linien. Linienspektrum wäre eigentlich der bessere Begriff dafür. Und diese Linienspektren versuchte man zu enträtseln, und beim Wasserstoff, das ist erstmal, sagen wir mal so, das einfachste Element, besteht nur aus einem Proton. Das hat ein gewisser Balmer versucht und auch mit Erfolg. Und zwar hat er eine Formel gefunden, eine Regel gefunden, mit der man sozusagen diese Linien beschreiben kann. Aber das war noch keine Erklärung. Die kam erst 1913, als sozusagen das Bohrsche Atommodell dann zur Verfügung stand, und mit diesem konnte man diese Linien dann erklären. So, wie gesagt, die Theorie machen wir in einem extra Video. Hier geht es jetzt wirklich nur um den Versuch. Dazu habe ich eine Kamera und ein Gitter. Dieses Gitter hat 1200 Linien pro Millimeter. Die Kamera ist 30 cm vom Maßstab entfernt, und da halte ich jetzt das dazwischen und ja, schauen wir mal, was passiert. Und hier schalte ich erstmal die Wasserstofflampe ein und jetzt halte ich das davor und man sieht, also zumindest spontan sehe ich zwei Linien. Blas, bin ich gegen die Kamera gekommen. Nochmal weg. Nochmal hin. Ja, doch, man sieht zwei Linien. Zum Vergleich habe ich hier noch einmal Neon. Und hier ist wieder das Gitter mit den 1200 Linien pro Millimeter. 30 cm war der Maßstab entfernt. Und hier habe ich nochmal Helium. Auch hier wieder das Gitter mit den 1200 Linien pro Millimeter. Und hier sieht man auch wieder sehr schön einige Linien. Der Maßstab ist immer noch 30 cm entfernt. Nochmal mit den Linien.